Hallo und willkommen zurück zu GPL Spieltag, ich glaube 15, gegen das Team Psychic Bazis vom lieben Pokebazi. Und ja, sein Team ist unglaublich offensiv, weswegen ich gegen ihn möglichst wenig Defensive mitnehmen wollte. Einfach aus dem Grund, dass er sich mit jedem Scheiß gegen mich hochboosten könnte. Was auch der Grund dafür ist, dass ich zum Beispiel keinen Crocoon spiele und dass ich als einzige richtige Walls mein Sumpex und mein Hutsasa dabei habe. Ansonsten habe ich noch dabei Assault Vest Suicune halt. Assault Vest Suicune mit einem Moveset, das alles außer sein Florges und sein Magnezone sehr effektiv treffen kann. Was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Meine Taktik war nämlich, mit Suicune mache ich nämlich allem in seinem Team gut Schaden. Suicune ist bulky genug, um von allem mindestens einen Angriff aushalten zu können. Also hatte ich einfach vor, mit meinem Resladero und mit der Agility und der Staffette Agilität entweder auf Cesurio oder Suicune raufzupassen, was dadurch dann ziemlich viel in seinem Team outspeeden und dürfte und ziemlich viel Damage machen darf. Dürfte. Sollte. Wie war der gegen Psyana? Ist Suicune auch nichts Effektives. Das habe ich vergessen. Huch. Dann habe ich dabei meinen Trick gefallen mit dem Walschal. Mein Leben Orb Cesurio, Giftschleim Hutsasa, Beulenhelm, Sumpex und Focus Gold Resladero. Er hat dabei ein Entei, ein Grabbit, ein Crobat, ja, X-Bat heißt du, ja, X-Bat, ein Donphan, ein Psyana und ein Florges. Außerdem wollte ich gegen ihn halt auch, Zubiris nicht mitnehmen, weil er viel zu viel hat, um Zubiris gut zu treffen. Zum Beispiel Florges oder Psyana, dann könnte er sich mit Grabbit hochboosten. Kann Entei sich boosten? Ich weiß es nicht, aber Entei macht auf jeden Fall zum Beispiel mit einem Choice Band viel zu viel Schaden. Und dann hat er, was hätte er noch so gehabt? Krebutak kann sich ultra hoch boosten. Maxax hätte sich boosten können. Magnezone kann es sowieso zerstören. Keldeo kann es zerstören. Deswegen auf jeden Fall kein Mega Zubiris dabei. Das ist mir einfach zu gefährlich. Ja, ich würde sagen, ich starte hier dann jetzt auch mal den Kampf. Der war jetzt auch nicht so ultra lang, glaube ich. Okay, doch. Geht, Durchschnitt. Ich leade auf jeden Fall mit Suicune, weil einfach weil ich damit ziemlich viel treffen kann, er mir kaum Damage machen kann und er leadet mit Entei. Ich finde den Lead erstmal ultra cool. Ich Suicune, er Entei. Hat irgendwie was. Und ja, wir hauen erstmal beide einen Erzwinger raus. Er wechselt dann direkt raus, will nicht von Suicune erwischt getroffen werden, weil wäre es Crocoon, hätte ich ihn halt gefickt. Und wenn nicht, auch. Deswegen holt der Kizaru rein sein Florges, das speziell defensiv ziemlich viel aushält. Da macht das Siedewasser gar nichts. Und ich wechsle direkt raus. Hab halt Angst, dass er mich irgendwie vergiften könnte, wobei das würde ihm nichts bringen. Er kann mir halt, ich kann ihm halt wenig Schaden machen und Hutsasa ist ja doch die weitaus bessere Wahl. Außerdem kann ich mit Hutsasa erstmal irgendwas schlafen legen, will das aber erstmal nicht machen, einfach weil er Psyana dabei hat und ich und ich dann eine Runde verschwenden würde, er einen guten Counter reinbringt und das will ich nicht. Er holt dann jetzt hier Pinky rein, was ein Psyana ist. Ich wechsle aber raus, hab halt seinen Switch im Psyana schon predicted und hole Owain rein. Owain kann sein Psyana ziemlich gut zerstören. Ich predikte hier, dass er nicht drin bleiben wird. Gehe auf den Abschlag. Während er Franziska reinholt, seinen Donphan. Hier kommt mein Abschlag und der macht einfach sehr, sehr, sehr viel Damage. Er verliert seine Punusbeere, was mich minimal verwirrt hat. Und jetzt mache ich einen ziemlichen Fehler. Und zwar predikte ich, dass er aufs Erdbeben gehen wird oder rauswechselt. Eins von beiden. Aber er geht auf den Knuddler. Ich hätte ihn mit einem Tieflag rausnehmen können, das ist klar. Aber ich habe halt ultra gerechnet, dass er den Tieflack predikten wird. Entweder die Stealthwalks rauslegt oder versucht mich auf Erdbeben zu gehen oder rauswechselt. Deswegen ich einfach Trigefalo reinholen wollte. Er geht aber auf den Knuddler, wodurch ich mein Trigefalo verliere. Was ziemlich ärgerlich ist, weil Trigefalo sein Team ziemlich gut gehandelt hätte. Es hat halt gegen ziemlich viele ziemlich stark raushauen können. Und jetzt ein Entei rein. Da wollte ich nicht drin bleiben, weil ich weiß, dass ich ihn nicht von hinten kann mit dem Tiefschlag. Und außerdem würde er mich mit einem Schlag rausnehmen. Deswegen hole ich jetzt noch meinen Sumpex rein, welcher sehr physisch defensiv ist. Und er geht aufs Irrlicht.
Das hat mich ziemlich, ziemlich überrascht, weil wer spielt bitte Entei mit Irrlicht? Klar, GPL-Meter, aber Entei mit Irrlicht, wow. Ist also wohl seine physische Wall, wenn Donphan es schon nicht ist. Und hier kommt die Bärenkräfte. Die Bärenkräfte. Bärenkräfte. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, was die Attacke macht. Und zwar ist es eine Base 100er Stärke physische Pflanzenattacke mit der richtigen Beere. Und aua. Das tut weh gegen Sumpex. Er haut jetzt auf jeden Fall Kizaru rein. Wieder sein Flogges. Und ich gehe auf Siedewasser. Das macht nicht so viel Schaden. Er geht auf Synthese. Und ich habe mir gedacht, ja, ich gehe einfach weiter auf Siedewasser. Vielleicht kriege ich auch mal den Burn. Der wäre natürlich sehr hilfreich. Hier kommt mein Siedewasser, mein nächstes. Und es macht einfach überhaupt keinen Schaden. Ich habe gedacht, Burn, Burn, aber er kommt nicht. Er geht auf Gigasauger und erstmal, what the fuck, Gigasauger, macht aber zum Glück überhaupt keinen Schaden. Und er ist Life Orb. Ein Life Orb Flogis, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich gehe weiter auf Siedewasser. Ich predikte jetzt halt hier, dass er meinen Switch Out prediktet. Nee, war der outspeedet. Huch, ja, sorry. Nein. Ich gehe in Toad rüber, weil ich seinen Gigasauger predikte. Sowas. Und habe mir dann jetzt hier gedacht, ja. Will ich jetzt noch eine Pilzspore gehen oder will ich es erstmal lassen? Einmal wegen dem Sianer. Ich war mir halt einfach nicht sicher. Will ich jetzt auf Pilzspore gehen oder nicht? Hab mich jetzt, glaube ich, letztendlich dagegen entschieden und gehe auf Gigasauger, glaube ich. Er holt Pinky rein und... Nein, ich wechsle sogar raus. Okay. Ja, der Kampf ist jetzt schon so 3 Tage oder so her. Tut mir leid. Okay, ich gehe wieder zurück in Nebel. Okay, das kann natürlich auch sein. Was habe ich hier predicted? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Entei oder so. Er geht hier aufs Gedankengut, wovor ich minimal Angst hatte. Weil wenn ich dieses Teil erstmal hoch genug hochgeboostet hat, dann aua. Ich gehe einfach auf Siedewasser. Guck erstmal, wie viel Schaden macht das so. Ja, das ist gar nichts. Toll. Und wechsle den Level dann hier raus. Und hole Toad wieder rein. Aus Gründen... Ja, weil ich den Clairsmog auf Toad drauf habe. Ich erinnere mich. Weil ich den Clairsmog drauf habe. Und damit die Boosts wieder von dem Psyana runterbekomme. Da muss ich jetzt riskieren, dass Toad sehr viel Damage nimmt. Da er Gedanken gut spielt, gehe ich nicht davon aus, dass er Spezialangriffs Investment hat. Und dass er... Ach, keine Ahnung. Egal. Ich habe auf jeden Fall meinen Toad hier riskiert. Ich wollte nämlich aber die Boosts von Pinky runterbekommen, weil es sonst ultra gefährlich wird. Und wechsle dann jetzt hier wieder raus, weil ich die Psycho-Attacke schrägstrich das Gedankengut predikte und ich ihn mit einem Knock-Off eigentlich aus dem Kampf nehmen dürfte. Er geht auf Wunschtraum. Absolut kein Problem. Ich kann ja trotzdem weiterhin auf Attacken gehen. Er geht hier auf den Zauberschein und ja, den tankt Owain ziemlich gut. Ich hau einen Abschlag raus und der ist ein One-Hit. Ja, das hält Pinky nicht aus. Das ist ja auch eher ein bulkigeres Caesurium mit HP-Investment. Hier ist ein bisschen Life-Off-Schaden, aber ist mir egal. Er holt jetzt hier Entei und ich hatte halt Angst vor dem Irrlicht. Das Problem ist aber, dass ich auch nicht in aus irgendeinem mir unbekannten Grund in Suicune wechseln wollte. Was total dumm ist, weil dieser Switch in Hawlucha macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Bis auf die Tatsache, dass ich zu diesem Zeitpunkt immer noch dachte, er wäre physisch defensiv. Was erwartet man auf einem physisch defensiven Entei? Auf jeden Fall das Irrlicht. So, ich weiß jetzt nicht, ob das Teil Morgengrauen lernen kann, aber irgendwas zum Heilen wahrscheinlich. Eventuell einen Rest. Und das eine Feuerattacke. Und ich weiß nicht, ob Turbo-Tempo da an der Stelle Sinn macht. Er macht aber viel zu viel Damage mit dem Feuer, weil er nämlich doch offensiv ist. Ich krieg meine Agility zwar raus, aber kann sie nicht mehr passen, weil er auch das Turbo-Tempo spielt. War mir komplett verwirrt, weil dieses Set dann einfach ultra merkwürdig ist, weil es auch komplett hart, er ist halt richtig hart gegen mich ausgelegt. Das Entei ist einfach ultra hart gegen mich. Das Einzige, was ich habe, was etwas gegen das Entei tun kann, ist Suicune. Problem an Suicune ist halt, dass er immer noch das Flogis hat, was er da easy reinwechseln kann. Das bedeutet, ich hau erstmal ein Siedewasser raus, hoffe auf den Burn, kriege den Crit, was gut ist. Er geht auf Synthese, was nicht so gut ist. Und heilt sich wieder hoch. Das Problem ist, dass ich halt kein Investment auf Caesurio habe, deswegen Caesurio nicht outspeeden kann. Was kacke ist. Deswegen wechsle ich Nebel hier jetzt auch wieder raus und hole Toad rein. Einfach damit Toad ihn erstmal einschläfern kann, da
Psyana ja bereits weg ist und ich dann mit Cesurios Eisenschädel das Teil rausnehmen kann. Er wechselt hier jetzt erstmal raus, will nicht, dass sein Florges schläft und holt seinen Genesis, sein X-Bad rein. Und dieses X-Bad schläft jetzt erstmal. Auf jeden Fall schon mal schön. Ich wechsle Toad dann jetzt hier raus und hole Suicune rein. Ja, ich glaube, ich hole Suicune. Ja, ich hole Suicune rein. Einfach damit, weil Suicune den Eisstrahl drauf hat, der ca. 15% Schaden machen dürfte. Und ich das X-Bad damit eventuell sogar two-hitten kann, glaube ich. Also gehe ich hier auf den Eisstrahl, er schläft erstmal eine Runde und das macht ca. 50% Schaden, auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. vor allem, weil ich das X-Bad damit mit dem nächsten Treffer rausnehmen kann und eventuell, wenn er rauswechselt, kriege ich auch vielleicht den Freeze, wer weiß. Auf jeden Fall werde ich Genesis jetzt hier los, weil er zwei Runden schläft. Auch auf jeden Fall ziemlich cool für mich. Für ihn jetzt eher weniger, aber für mich ziemlich cool. Er holt jetzt hier seinen Kizaru rein, sein Florges. Ich wechsle Suicune raus, möchte halt, weiß halt, dass ich mit Suicune nichts machen kann und will wieder Toad reinbekommen. Er geht auf Psychokinese, predicted meinen Switch und macht mir knapp 50%, kriegt den Special D-Drop, was ultra ungünstig ist, weil ich sonst einfach richtig safe drin bleiben könnte. Wechsle hier jetzt Toad wieder raus und hole, was hole ich? Und hole Suicune wieder rein. Aus Gründen. Ich wollte wahrscheinlich einfach die den Special D-Drop ausgleichen und die Psychokinese abfangen und meinen Regenerator-Boost abholen. Also hole ich Nebel rein. Er kriegt ein bisschen Life-Up-Schaden. Geht auf Synthese. Ich hab mir jetzt gedacht, oh komm, krieg doch bitte einfach irgendwann den Burn. Ich meine, was ist denn so schlimm daran, einfach irgendwann den Burn zu bekommen? Geh wieder auf dem Siedewasser und mach überhaupt keinen Schaden. Aber ich krieg den Burn. Endlich kriege ich den Burn. Und der hat auch keine Aromakur drauf, weil er ja weil er ja Gigasauger Mondgewalt Psychokinese und Synthese spielt. Ich predict hier den Gigasauger, gehe rüber in Toad, der den ja perfekt abfängt. Und ja, er kann sich ein bisschen heilen, kriegt aber mehr Life-Orb-Damage und dann kommt noch der Burn hinterher. Ich krieg einen minimalen Heal und er kriegt wieder Burn Damage. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einfach gedacht, okay, heil dich wie du willst. Ich greife dich jetzt einfach an. Die Psychokinese wird jetzt eh nicht kommen, weil die viel zu obvious ist und ich einfach Zäsure reinwechseln kann. Und er weiß ja nicht, ob hier was mit meinem Innate Investment los ist. Ich gehe auf jeden Fall auf Clairsmog, was ein bisschen dumm ist, weil Gigasauger stärker ist. Aber egal. Oder warte, ist Gigasauger gleich stark oder stärker? Ich glaube, der ist gleich stark, nur dass ich da halt nochmal eine Recovery bekomme. Er haut jetzt mit einem Psychokinese raus, die gar nicht schlimm ist, denn die tank ich natürlich, kann den Gigasauger hinterherhauen. Mich ein bisschen hochheilen, kriegt dann noch mein Giftschleim Recovery und da bin ich wieder über 50%. Was bedeutet, dass ich noch einen Gigasauger tanken sollte und mit dem mit dem nächsten Gigasauger kann ich Kizaru rausnehmen. Außer er geht auf Synthese, aber dann habe ich sowieso keinen Grund auszuwechseln, also YOLO. Er geht sogar auf die Mondgewalt, predicted wahrscheinlich mein Switch-Out in Zäsure, weil der jetzt viel zu obvious ist. Ich gehe jetzt auf Gigasauger, krieg hier meine Recovery und habe damit wieder ein habe damit meinen Hutsasal immer noch und bin das Florges los. Dass das Florges weg ist, ist ziemlich gut, weil Suicune jetzt mit dem Siedewasser an allem gut Schaden machen kann. Er haut jetzt hier Entei rein. Und ja, Erzwinger, bla bla. Geht auf Läuterfeuer. Ich habe hier Hutsasal geopfert, was im Nachhinein ein bisschen dumm war, weil ich könnte Hutsasal noch ziemlich gut gebrauchen gegen Grabbit. Einfach weil ich das Teil einschläfern und mit zwei Gigasaugern rausnehmen könnte. Ich kriege jetzt hier Suicune rein. Was ich hätte lieber vorher reinwechseln sollen, weil ich meine Suicune, ne? Das frisst das einfach, das Läuterfeuer. Hier kommt von ihm wieder ein Läuterfeuer und ja, Suicune frisst das auch wie zum Frühstück. Kriegt natürlich erstmal den Burn, aber das ist mein Läuterfeuer natürlich kein Wunder, der hat ja eine höhere Burn-Chance. Geh auf Siedewasser, hoffe, dass es viel Damage macht. Ich bin mäßig, maximales Spezialangriffsinvestment. Und ja, ja, ist ein Two-Hit. Krieg wieder ein bisschen Burn-Damage und das nächste Läuterfeuer. Sollte ich sogar noch ganz knapp überleben und kann damit wenigstens das Entei aus dem Spiel nehmen. Aber es ist kein Geheimnis. Diesen Kampf habe ich leider verloren. Einfach da, er hat noch Grabbit. Wenn das Grabbit Sash ist, dann hat
dann hat er keinen Grund, nicht für Erdbeben zu gehen und damit mein Caesurio rauszunehmen. Und wenn er nicht Sash ist, dann... Ja, was, da war der Bildschirm schon an. Und ja, und wenn er nicht Sash ist, dann wird das hier auf ein ziemliches Predict-Spiel herauslaufen. Er ist allerdings Sash, der Fire Punch kommt durch, haut Owain um und damit habe ich diesen Kampf 1:0 verloren. Ich finde es ja schade, dass meine Siegesserie hiermit gestoppt wurde und dass ich damit den Top 4 wieder ein kleines Stück zurückfalle. Aber egal, ich gönn's Barzi auf jeden Fall. Er hat halt um einiges besser gespielt als ich. Ich habe zwei Pokémon komplett sinnlos geopfert. Aus nicht vorhandenen Gründen. Ich meine, warum hole ich Trikefalo in Donphan rein? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich hätte Suicune reinholen sollen. Das hätte wenigstens in irgendeiner Art und Weise Sinn gemacht. Dann Hawlucha in Entei reingeholt. Okay, da hatte ich zwar einen Grund für, aber der war eigentlich komplett behindert. Und ja, dass ich Hutsasa dann am Ende weggeworfen habe, war eigentlich auch total sinnlos, weil Hutsasa halt trotzdem noch ziemlich praktisch ist gegen Dinge wie zum Beispiel das Grabbit. Denn Entei hätte ich eventuell noch handeln können mit einer Kombination aus dem Siedewasser von Suicune und Caesurio, weil Caesurio und Entei wären halt übelste Prediction-Sache geworden. Also ich persönlich hätte auf den Tiefschlag gehen müssen. Er hätte dann halt gucken müssen, ob er auf Turbo-Tempo, das nicht ausreichend gehen möchte, oder ob er auf einen normalen Angriff geht. Das Problem an dem normalen Angriff ist halt, dass er mich rausgenommen hätte. Aber ich den Tiefschlag auf ihn rausbekommen hätte dann. Aber wir wollen hier nicht über Dinge, die das dann auch gereicht hat. Wir wollen jetzt aber nicht über Dinge reden, die nicht passiert sind. Er hat zu Recht gewonnen und dass mir meine Taktiken danach erst auffallen, dass ich das hätte so und so machen können, ist selber meine eigene Schuld, da bin ich geistig behindert gewesen. Gegen den lieben Speedeevee mit den Speedeevees. Spoiler, ich habe mein Team gegen ihn schon angefangen zu bauen. Oh, ja. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.